Ja, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Veranstaltung im Rahmen der Interkulturellen Woche 2020. Die Woche steht ja unter dem Stichwort Zusammenleben, Zusammenwachsen. Normalerweise würden wir uns jetzt auf einem Spaziergang begegnen. Die Interkulturelle Woche hier im Ostviertel lebt ja davon, dass es einen Spaziergang gibt, der meistens von einem evangelischen Ort ausgeht, der Werkstatt der Kulturen im Reichsweg, dann weiterführt zu St. Fronleichnam, der katholischen Kirche hier im Viertel, und oft dann sehr schön geendet hat in der Yunus-Emre-Moschee, wo es die Möglichkeit gab, am Abendgebet teilzunehmen und hinterher noch eine Tasse Tee miteinander zu trinken. In diesem Jahr unter Corona-Bedingungen ist alles ein bisschen anders. Es gibt ein interkulturelles Wohnzimmergespräch und herzlich willkommen in diesem Wohnzimmer. Vielen Dank für die Einladung, sagen auch wir, denn wir sind nicht in unserem eigenen Wohnzimmer, sondern wir sind hier in der Yunus-Emre-Moschee bei Ihnen zu Gast und wir danken Ihnen ganz besonders für diese Gastfreundschaft. Ich möchte mich kurz vorstellen, ich moderiere diese Stunde ein wenig. Mein Name ist Erik Schumacher, ich bin evangelischer Pfarrer und gehöre zum Diakonischen Werk und zur Werkstatt der Kulturen. Und wer sonst noch so ist, das können die Herrschaften am besten Ihnen selber sagen. Und ich denke, wir fangen einfach bei den Gastgebern hier außen an. Dankeschön. Ich bin Abdurrahman Kol, seit 2007 Gemeindevorsitzender der Yunus-Emre-Moschee. Ich begrüße herzlich alle, also als Gastgeber natürlich, heutige Gastgeber, alle Anwesenden und alle uns zuzuschauen. Mein Name ist Burak Akkoca. Ich bin Islamtheologe und Religionsbeauftragter hier an der Yunus-Emre-Moschee. Und auch ich als quasi Gastgeber heiße Sie alle herzlich willkommen heute. Danke. Dann springen wir weiter zu meiner anderen Seite. Eckhard Höhl, ich gehöre dem Pfarreiratsvorstand der benachbarten Pfarrei St. Josef und Fronleichnam an und bin dazu Berufsschullehrer an der Käthe-Kollwitz-Schule und auch in dem Zusammenhang viel mit Interreligiosität beschäftigt. Ich bin Christa Schinkelmeier aus der katholischen Pfarrgemeinde St. Fronleichnam, seit über 40 Jahren dort ehrenamtlich in den unterschiedlichsten Bereichen tätig, hauptsächlich Liturgie, ja, und dem interreligiösen Dialog, vor allen Dingen mit der Yunus-Emre-Moschee, schon sehr stark seit Beginn der 90er Jahre verbunden. Und deshalb ist es schön, auch heute hier zu Gast zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Hans-Christian Johnsen, ich bin Gemeindepfarrer von der Evangelischen Kirche. Und das ist hier auch mein Pfarrbezirk, hier im Ostviertel. Und deshalb bin ich immer wieder auch einmal zu Gast hier in der Yunus-Emre-Moschee und im Gespräch mit unseren katholischen Brüdern und Schwestern und der Moscheegemeinde, dass wir Dinge hier voranbringen. Und ich freue mich, wenn Sie sich dafür interessieren, was wir miteinander austauschen und miteinander voranbringen. Ich finde das ganz aufregend. Ich habe so etwas noch nie gemacht. Aber gut, wir schauen mal, wie es geht. Ja, Facebook und Online-Angebote werden in diesem Jahr ja ganz groß geschrieben. Sie können das nicht sehen, aber hier für mich hinter den Monitoren auf der Seite sitzt das Team der Werkstatt der Kulturen, bestehend aus Frau Raquel Barros, Guillaume Marques Ranke und Andrea Schauder. Ha, ich habe es gelernt. Die uns durch den Abend begleiten. Und Sie haben die Chance, über den Facebook-Account der Werkstatt der Kulturen auch Ihre eigenen Rückmeldungen, Ihren eigenen Fragen mit hineinzugeben. Also wir arbeiten hier durchaus interaktiv. Also wenn was kommt und wenn von da aus ein Winken kommt, bin ich gerne bereit, Fragen von Ihnen auch hier in diese Runde mit hineinzutragen. Das heißt, wir haben hier den Dialog unter Nachbarn. Es ist immer wieder schön, Menschen zu sehen,
die etwas anders leben als man selbst und man selber neue und interessante Einblicke bekommt. Wir haben aber auch die Chance, von Ihnen direkt einen Input zu bekommen. Ja, das Thema ist Zusammenleben, Zusammenwachsen, auch Zusammenbeten. Wir haben gerade schon gehört, es sind Vertreter der drei hier im Ostviertel ansässigen Konfessionen, katholische Kirche, evangelische Kirche, islamische Moschee. Und ja, starten wir doch einfach mal mit der Frage, nochmal so ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Wie haben Sie bisher das Zusammenleben hier unter Nachbarn erlebt? Was gab es für besondere Erinnerungen, Meilensteine, die Sie so wahrgenommen haben? Ja, was hat es gegeben in der Vergangenheit auf dem Weg hin zum heutigen Tag? Ich glaube, du solltest anfangen. Du hast die längste Geschichte. Für mich ist der erste Meilenstein, dass ich schon Anfang der 90er Jahre Grußworte von der Yunus Emre Moschee bekommen habe, die dann erwidert habe von unserer Gemeinde. Wir haben gegenseitige Einladungen ausgesprochen, die auch wahrgenommen. Ja, und so ein erster Punkt war wohl die erste Nacht der offenen Kirche 2001. Da waren die Menschen aus der Yunus Emre Moschee bei uns in Fronleichnam zu Gast. Der Imam hat ein Grußwort gesprochen. Ja, und die Frauen dieser Gemeinde haben so viel Essen mitgebracht, das hätten wir noch 5 Jahre essen können. Das war so ein Meilenstein in meinem Kopf immer noch. Das ist auch der Nachteil jetzt an dieser virtuellen Zusammenkunft. Das Essen, was es hier gibt, das müssen wir uns teilen, das müssen sich dann vor Ort zusammen machen. Aber vielleicht gibt es auch die Chance, dass wir uns nach Ende des Livestreams virtuell auch zum gemeinsamen Essen noch treffen und Sie das Gefühl haben, auch da sind wir verbunden. Denn das gemeinsame Essen und Trinken ist ein wichtiger Punkt. Ich würde das gerne noch ergänzen und anschließen. Nicht nur Grußworte, sondern auch Fastenbrechen, Teilhabe, hier Gast zu sein bei Ihnen, was immer sehr herzlich, sehr lange, sehr intensiv, kulinarisch sehr hochwertig ist, aber vor allen Dingen gastfreundlich und auch eine Brücke ist zwischen Fronleichnam, Josef und Fronleichnam und hier. Aber auch in der Osternacht in der Fronleichnamskirche dabei gewesen zu sein, Sie als Vertreter. Und die jüngste Aktion, das Nähen von, ich glaube, es waren 500 Masken, die hier genäht wurden für Marienlinde, für die Senioren dort und noch für eine andere Einrichtung. Also das ist schon wirklich eine große Solidarität untereinander. Aber auch miteinander gebetet. Ich erinnere mich, 2003 haben die Yunus Emre Moschee und wir das erste Friedensgebet miteinander versucht im Geschwister-Scholl-Gymnasium gegenüber. Gerne. Die Punkte, also wir haben ja so vieles gemeinsam unternommen, dass ich die einzelnen diese Aktionen vergesse, sage ich mal. Es sind so viele, aber ich denke, wir haben hier in Aachen unter uns eine Geschichte, also die Geschichte geschrieben. Ja. Also viel wichtigere, bedeutende Sachen zusammen realisiert, wie gemeinsame Grundsteinlegung zum Beispiel, ne? Richtfest und dann Eröffnung. Die Eröffnung. Das sind deutschlandweit, soweit wir wissen, Taten, die zum ersten Mal realisiert wurden. Das sind richtige Sachen. Also ich denke, das zeigt auch, dass wir so musterhaft zusammengewachsen sind. Mhm. Oh, ich kann ja also noch viele, viele Sachen aufzählen, aber das war ja natürlich, als wir 2007 die Leitung übernommen hatten, waren schon die Zusammenhalt und Zusammenverbundenheit war ja da. Und danach haben wir nur das, sage ich mal, auf immer höher werdende Niveau getragen. Und wir sind auch höchst glücklich, dass wir hier in Aachen diesen Zustand, dieses Zusammenhalt haben. Ist also nicht nur religiös, religiös sind wir auch natürlich als unsere, sage ich mal, Vater oder ja, Abraham, ne? Als Angehörige der abrahamitischen Religionen, ist ein anderer Teil. Aber all die Sachen, die wir gemeinsam realisiert haben, als wir hier zum Beispiel Unterstützung brauchten, da waren wir alle zusammen. Arbeitsgemeinschaft Yunus Emre Moschee.
ist zum Beispiel da. Dialog der Religion haben wir gemeinsam gegründet und ins Leben gerufen, unterstützt. Und viele solche Sachen kann man noch aufzählen, die für viele andere Gemeinden, andere Städte, andere Orte Beispiele sind. Danke. Wollen Sie noch ergänzen dazu? Ich glaube, ich bin der Jüngste hier in der Runde. Deswegen fällt es mir auch relativ schwer, jetzt zu beurteilen, wie es in der Vergangenheit war. Dann kommen wir auf Sie zurück bei Gegenwart okay. Und Zukunft. Dann steht Ihnen. Hans Christian, von der evangelischen Seite aus. Also es gab eine Vorgeschichte, wenn man schon guckt an die 80er, 90er Jahre. Was ich wahrgenommen habe, war ab 2005. Da kam ich als Gemeindepfarrer hier hin. Und mein erstes Erlebnis war eigentlich, ich bin hier mit dem Fahrrad durchs Ostviertel gefahren, weil ein Pfarrer seine Kirchengemeinde ja kennenlernen sollte und wissen sollte, wer wo ist. Und dann entdeckte ich dieses Schild, Yunus Emre Moschee, DITIB-Gemeinde, an einem Gebäude, das aussah wie eine Tankstelle. Und das war eine Tankstelle. Es war eine alte Tankstelle, die damals dafür zweckentfremdet umgebaut wurde und ein Provisorium war, um da Gottesdienste zu feiern. Und ich bin da hingegangen und habe angeklopft und gesagt, hallo, guten Tag, hier bin ich und würde Sie gerne kennenlernen. Und die haben natürlich die Leute wahrscheinlich erst mal ein bisschen verblüfft geguckt, wenn dann ein Pfarrer kommt, was will der denn oder so. Und, aber dann sind wir ins Gespräch gekommen miteinander und haben sehr schnell angefangen, dann gemeinsam etwas zu entwickeln. Also wir haben dann im Jahr darauf, 2006 war das dann, den Arbeitskreis Dialog der Religionen mitgegründet hier in der Stadt Aachen. Das war einer der Teile. Aber was mich besonders gefreut hatte, dass wir immer wieder bei Begegnungen, da sitzt man beim Tee miteinander und redet miteinander, dass wir geguckt haben, wo seid ihr, was machen wir jetzt gerade? Und dann kam ein ganz entscheidender Punkt, dass nämlich die Gemeinde überlegt hatte, wir wollen aus diesem Provisorium, aus dieser Tankstelle ein schönes Gebäude, eine schöne Moschee bauen. Das war der Plan. Und da kam die Idee auf, wir könnten am besten dazu eine Arbeitsgemeinschaft gründen, hier im Stadtteil, wo verschiedene Menschen mit überlegen, wie kann dieses Gebäude aussehen? Wie kann es mit Leben gefüllt sein? Wie kann es ein Ort der Begegnung sein? Und dazwischen gab es so nette Sachen wie Einladung zum Fastenbrechen. Und das war sehr nett. Da hattet ihr so ein Zelt draußen aufgebaut. Das weiß ich noch. Ne? Und das war kuschelig. Das war nett in dem Zelt, genau. Und andererseits haben wir dann ja auch mal überlegt, okay, dann müssen wir euch ja auch mal einladen. Und dann haben wir eingeladen mal zu einem Adventscafé mit Nikolaus. Bei dir. Genau. Also das ist so eine Art von Gastfreundschaft. Und aus dieser Gastfreundschaft ist immer mehr ein gegenseitiges Kennenlernen und eine gegenseitige Wertschätzung und voneinander Wissen gewachsen. Und das hat, glaube ich, sehr geholfen, um alles weiter dazu tragen, was sich daraus entwickelt hat. Und da bin ich sehr dankbar für. Schön. Ich würde das noch ergänzen. Ich habe in Vorbereitung auf diese Sendung mir mal einen Pressespiegel der Gemeinde St. Josef und Fronleichnam durchgeguckt. Und wie viele Artikel dort auch von diesem gemeinsamen Leben, dieser Interreligiosität erzählen. Nur ein Beispiel, das ist ja auch hier, da gibt es die Grundschule in der Düppelstraße und wenn der Gemeindereferent Josef Geretz, der ja auch im Dialog der Religionen sehr federführend war, genauso wie Pfarrer Markus Frohn, wenn der dort an der Schule vorbeiging, dann riefen die Kinder schon immer, hallo Jupp. So, und es war so eine Selbstverständlichkeit in der Ansprache, in der Herzlichkeit und das lebt dann auch natürlich von diesen Personen. Von den Personen, die Gemeinde leiten und von den Personen, die ehrenamtlich weiter unterstützen und mitgehen. Auf beiden Seiten. Aber es gab natürlich auch ernste Sachen, wo wir gesagt haben, wir stehen zusammen. Ich habe auch ein bisschen in die Trickkiste geguckt. 2012, die Demo gegen rechts, die ist mir noch sehr stark in Erinnerung. Ich hatte mehr Angst wie Vaterlandsliebe. Es war die erste Demo meines Lebens. Aber wir haben hier tapfer an der Moschee ausgehalten. Das war auch schon beeindruckend. Die gegen den Moscheebau vorgehen wollten. Pro NRW. Von so einer rechten Gruppe. Und dann haben wir gesagt, wir müssen hier was machen, zusammen mit der Moscheegemeinde. Und es sind ganz viele Leute gekommen. Und es gab ein fröhliches Fest, wie ich fand. Ein Straßenfest hat man dann daraus gemacht. Ne? Also dann haben die nie wieder, sage ich mal, gewagt, hier zu protestieren, weil die
Das war erste Gegendemo, sage ich mal, war von der NPD aufgerufen. Und die waren ungefähr 110 zusammengekommen. Und aber auf anderer Seite waren 2.500 Menschen. Und dann haben wir hier vorne ein Straßenfest daraus gemacht. Das war natürlich, dann haben die nie wieder gewacht. Und das gebe ich als Beispiel für unsere Solidarität immer als Beispiel an. Und dann pro NRW kam, aber die waren insgesamt 11 Köpfe, sage ich mal. Und da waren wieder auf anderer Seite 350 Gegendemonstranten. Und ich muss mit Stolz sagen, da waren unsere, wie soll ich sagen, Deutsche, wir sind auch inzwischen Deutsche, aber die Einheimische oder ja, eingeborene Deutschen waren viel mehr als unsere eigenen Leute. Und danach gab es nie wieder in dieser Richtung keine Aktion mehr. Und dann natürlich, dass ich sage das auch immer wieder, dass wir hier in Aachen vorbildhaft fast, also harmonisch, ist ja harmonische Neubau realisiert haben, dass es heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist. Europaweit, wenn wir mal schauen, in einem Land zumindest, Minarettbau ist verboten, aber das ist ja hier so, wie es ist, so akzeptiert worden und gemeinsam durchgezogen worden. Das macht natürlich auch die uns Migranten, die neu zu der Gesellschaft gekommen sind, macht große Motivation und man gibt das Gefühl, aha, wir sind angekommen, wir sind akzeptiert. Das ist nicht überall selbstverständlich, leider Gottes. Genau, da wären wir ja schon bei der Gegenwart. Da würde ich auch gerne nochmal einhaken oder das nochmal verstärken. Also es ist tatsächlich so, dass es, genau, ich war auch bei diesem Punkt, Höhe des Minaretts und so. Ja. Das war hier keine Diskussion, das war hier eher so, dass man das so im Miteinander dann gut klären konnte. Wir haben ja nicht keine Forderung oder Wunsch, sage ich mal, natürlich Wunsch haben wir gehabt, hohes Minarett, aber keine Forderung gehabt. Das ist einfach bei der Architektur, bei dem Entwurf ist mitgewachsen, mitgekommen und das ist ja auch so durchgezogen worden. Sogar ein anderer Punkt, wenn ihr guckt, Minarett ist, also steht ein paar Meter außerhalb der Gebäude. Ist zwar verbunden, aber ist nicht am Gebäude direkt integriert. Und wenn man schaut, das ist mitten in der Kurve hier. Und das ist absichtlich, also ist auch nicht von uns gekommen, auch nicht von unserem Architekt. Von andererseits ist das vorgeschlagen, dass man das außerhalb der Gebäude und Mitte der Kurve baut, damit man, wenn man von Adalberstein weg in Elsassstraße reinkommt, direkt das Minarett sieht. Und das ist der Fall geworden. Und auch, dass es so hoch ist, das macht natürlich die Menschen auch, gibt den Menschen ein Gefühl, hier ist das ist nicht diskutiert worden. Das ist so, wie wir uns wünschen würden, gebaut worden. Und wir sind wichtig und wir sind sichtbar. Genau, Teil wir sind Stadt, wir sind akzeptiert, heißt es. Weil wenn Fremde außer Aachen Menschen kommen hierhin zum Gebet, die sehen vom Autobahn aus das Minarett. Und das ist ja auch die Funktion von einem Minarett. Wenn die kommen zu den Einheimischen hier Gemeindemitglieder fragen, aha, wie habt ihr das denn geschafft? Die sagen, ja, in Aachen war ja kein Problem, hier ist Aachen. Ne? Und da sind sie natürlich glücklich und stolz darauf. Musst du nochmal kurz so nachhaken, weil. Sind. Danke, weil eben gesagt wurde, es gab eine Arbeitsgemeinschaft, das heißt auch nicht Angehörige der Gemeinde konnten sich einbringen bei der Planung und bei diesen ganzen Fragen, wo genau steht das Minarett und so, das wurde dann so im Miteinander, im Dialog dann? Am Anfang, also wie ich sagte, das ist entworfen und mit natürlich gemeinsam mit Architektenkammer und mit der Verwaltung, Planungsamt, gemeinsam ist das ja zustande gekommen, die Planung. Aber was war genau diese Arbeitsgemeinschaft? Welche Aufgabe hatte die? Wenn man, ich würde aber erstmal aufschlüsseln, Hans-Christian, wer da mitwirkt, wer die also Mitglieder wer waren. Ne? Also als erstes muss man sagen, es kam die Idee von Seiten der Moscheegemeinde. Wir möchten gerne Leute aus der Zivilgesellschaft, aus den anderen Religionen und aus der Stadt
mit einbeziehen in den ganzen Planungsprozess. Das war der erste Startpunkt dazu. Mhm. Und dass die Moschee dazu gebeten hat, das mit zu begleiten. Mhm. Und dann wurde überlegt, wer kann denn dann dabei mitwirken. Und dabei ist dann natürlich dann gedacht worden, die katholische Gemeinde wollen wir dabei haben, wir wollen die evangelische Kirchengemeinde haben, wir wollen auch andere Religionsgemeinschaften. Die jüdische Gemeinde war immer von vornherein mit dabei, aber auch bei bestimmten Veranstaltungen hat die jüdische Gemeinde mitgewirkt, zum Beispiel bei der Grundsteinlegung und auch bei Veranstaltungen, die wir im Verlauf dann machten. Aber auch Leute von der Wohnungsbaugesellschaft, von der GEWOG, die in der Nachbarschaft auch baute und sagte, wir wollen hier dieses Viertel entwickeln und aufwerten. Es waren Vertreter aus den politischen Parteien dabei, von sämtlichen großen Fraktionen dabei, aber auch Leute, die schlicht am Stadtteil leben, hier teilnehmen und die auf diese Weise Anliegen, die die Menschen hier in der Umgebung haben, mit einbrachten und andererseits konnte man das miteinander diskutieren und überlegen. Und wie machen wir zum Beispiel transparent, was hier geplant ist. Ich kann mich erinnern, dass wir dich, Abdurrahman, dann zum Beispiel mal in die evangelische Kirche eingeladen haben und da hast du dann das Bauprojekt dort vorgestellt. Da ging es auch manchmal hoch her, ja, also wurde auch diskutiert, aber es war klar, man kann das miteinander besprechen und dann zum Schluss einen Konsens haben, das wird ein schönes und würdiges Gebäude. Also dieses hat die Arbeitsgemeinschaft eben gemacht, um auch zu überlegen, wie können wir hier ein Konzept entwickeln, dass das nicht nur ein Gebäude zum Beten ist, sondern auch ein Ort der Begegnung und des Gespräches miteinander. Also das war von vornherein der Wunsch der Moscheegemeinde, dass das ein Ort ist, der offen ist für den Stadtteil und für die Menschen, die hier leben. Nicht nur für die Muslime. Und das war, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt dabei. Damit wären wir ja schon bei der Gegenwart. Also ich höre daraus, es ist sehr viel, man hat sich gegenseitig mitgenommen, man hat sich informiert, man hat seine Ideen entwickelt so, dass keiner sich an den Rand gedrängt fühlte. Und hier ist was entstanden, was wirklich so auch im Herzen des Viertels sozusagen auch mit im Konsens gewachsen ist. Ich habe eben schon mit großem Interesse gehört, es gab Solidaritätsveranstaltungen, also auch eine Abgrenzung oder ein Nein gegenüber Ausgrenzung, dass man miteinander einsteht, dass also auch die ganzen nicht-muslimischen Bewohner gesagt haben, das ist uns, das gehört zu uns, da sind wir mit bei. Das wäre so meine Frage, wie gestaltet sich das Leben so? Das klingt ja alles auch sehr positiv, sehr viele positive Impulse, die sozusagen gerade die Gegenwart bestimmen. Ist das ein richtiger Eindruck so? Frage in die Runde. Also es ist, der Eindruck trügt nicht, es ist ein richtiger Eindruck. Und es wäre ja auch alles weiter gelaufen, wenn die Pandemie jetzt nicht dazwischen gekommen wäre, das Fastenbrechen, die Osternacht. Es hätte ja nicht einen Bruch gegeben. Der Bruch kam jetzt durch das Virus und das haben wir dann anders organisiert mit Grüßen an die Gemeinde, mit gegenseitigem sich solidarisieren, Respekt zeigen. Da muss man eben andere Muster und Formate finden, aber das soll auch weitergehen. Und wir haben ja den Platz im Dialog der Religion, also neben meiner Person ist es noch die Gemeindereferentin Jasmin Raimundo. Das heißt, auch vom Seelsorgeteam wird das weitergetragen und auch das beruht auf Gegenseitigkeit. Gibt es da eine gewisse Regelmäßigkeit, wo man sich trifft oder ist man gerade dabei, so Formen zu entwickeln? Also ich habe gehört, wenn kein Corona ist, dann gibt es das, dann gibt es diese gegenseitigen Besuche und jetzt muss man gerade im Moment versuchen, Alternativen zu entwickeln. Aber das geht über Grußworte, habe ich gehört und man versucht sich so auf dem Laufenden zu halten, was gerade so dran ist. Oder? Ich kann es ja ergänzen, dass man im Dialog der Religionen, der ja auch regelmäßig tagt, sich auch, wo aber auch nur eine begrenzte Teilnehmerzahl zulässig ist, eine Vertretung der Gemeinden, der Gremien, sich dann auch trifft und austauscht. Ja. Nicht also, zu vergessen, das Friedensmahl im alten Kurhaus, was jährlich ohne Corona stattfindet. Wo wirklich alle an einem Tisch sitzen, auch Bahai noch dabei, alles, die jüdische alles Gemeinde. Auch Atheisten, wir waren, das haben wir betont, und dass jeder willkommen ist. Also nicht nur das Essen war gut, wie ich letztens feststellen durfte, sondern auch die Gespräche an den Tischen sind wirklich ganz hervorragend. Man kriegt nochmal ganz neue Sichtweisen. Die Regelmäßigkeit, genau wie der Tag der Integration. Wobei ich hier den allerersten Geschwister-Scholl-Gymnasium noch am allerbesten in Erinnerung habe. Irgendwie ist das jetzt alles ein bisschen sehr groß geworden und sehr viele Teilnehmer. Ja, auch nur, also, ich würde sagen,
wenn auch nicht mehr, sage ich mal, wir sind ja inzwischen, Gott sei Dank, inzwischen soweit fertig mit dem Neubau. Und wir versuchen, das Ganze mit Leben zu füllen. Mhm. Und unsere Gemeinsamkeit oder Zusammenhalt läuft wie nach wie vor, sage ich mal. Die, auch wenn in diesem Jahr wegen Corona jetzt ein bisschen sich ja, verzögert hat oder nicht mehr so realisieren könnten. Normal, wir gehen zu den Weihnachtsgottesdiensten, Ostergottesdiensten. Mhm. Und auch wenn wir, sage ich mal, in Eilendorf nicht persönlich anwesend sind, machen wir das schriftlich und Hans Christian überträgt das zur Gemeinde. Und wenn wir Opferfest und Ramadanfest haben, da kommen von anderen Gemeinden auch, also das war vorher Josef meistens da, begrüßt unsere Gemeinde zu dem Fest. Das läuft, in Zukunft soll das auch weiterlaufen. Fastenbrechenfest, also nicht Fest, Fastenbrechen essen, wird es in Zukunft, werden wir natürlich weiter, soweit jetzt die Situation sich entschärft, wieder weiter realisieren. Da werden wir zusammenkommen. Auch während Corona zum Beispiel, haben wir eine Solidaritätsaktion Akt gehabt seitens Fronleichnam. Als jeden Tag 19 Uhr, um 19 Uhr Kirchenglocken geläutet hatten, dürften wir hier nicht Gebet aufrufen, zum Gebet aufrufen. Das war aber in vielen Städten deutschlandweit schon als solidarisches Zeichen. Gemeinsam um 19 Uhr wurde es praktiziert. Und hier haben wir das auch beantragt, angeschrieben. Und da hat zum Beispiel Jasmin einen Brief an den Oberbürgermeister verfasst und hingeschickt, dass die katholische Gemeinde St. Josef von Leichnam begrüßen würde, wenn wir das mit daran teilnehmen können. Und das ist ja auch dann bis zum Ende des Ramadans auch praktiziert worden. Das heißt, hier durfte dann der Gebetsaufruf hörbar sein dann? Oder? Ja, aber das haben wir vom Vorplatz aus auch gemacht. Okay, das war nicht so, wie wir uns gewünscht hätten, täglich, aber einmal in der Woche zumindest. Okay. Aber wichtiger war natürlich, dass unsere christliche, katholische Geschwister, auch evangelische, sich mit uns solidarisiert hatten und direkt an die Stadt, sage ich mal, Stadtoberhaupt, dem Stadtoberhaupt geschrieben hatten. Die sodass das mehr Nachdruck gemeinsam bekam. Ja, ja. Ja. Das auch das verlangt gehabt. Und das natürlich neue Situationen, neue Gemeinsamkeiten entstehen. Und in Zukunft wird das auch, wie wir sagen, inshallah, fortgeführt. Also ich erlebe hier ganz viele Sachen, wo dieses Motto zusammenleben, zusammenwachsen ja mit Leben gefüllt wird. Man lebt nicht nur nebeneinander her, man lebt miteinander, man setzt sich füreinander ein, man steht füreinander ein, demonstriert füreinander, schreibt gemeinsame Eingaben. Man wächst tatsächlich auch zusammen durch die, Sie haben eben gesagt, mehr Angst als Vaterlandsliebe, aber trotzdem geht man hin und riskiert das und ist für den anderen da. Und zusammen beten ist ja auch noch so ein Punkt. Und ich höre da aber auch schon die ersten Signale, also auch das geht. Man besucht sich gegenseitig also auch zu Gottesdiensten. Das heißt, es gibt Grußadressen oder es wird sogar der Weihnachtsgottesdienst besucht. Wo gibt's? Also das würde ich gerne nochmal deutlicher hören. Also wo gibt es so die Chancen, wo man sich wirklich auch ja, gastfreundlich begegnet im Gebet? Also was bei Kirchen ja öfters ist, dass man zum Beispiel mit den Schulen Schulgottesdienste macht. Wir haben ja die regelmäßigen unter der Woche, aber es gibt eben auch ganz besondere, zum Beispiel zur Einschulung oder zum Schuljahresende. Und da merken wir, dass in vielen Grundschulen, gerade wo viele muslimische Schüler und Schülerinnen sind, dass den Eltern ein Anliegen ist. Und dann haben wir gefragt und konnten den Kollegen dann fragen, Burak Akkocha,
hat dann den Gottesdienst also mitgestaltet. Und das war für alle ein gutes Zeichen, dass sie da an dem Gottesdienst mitgewirkt haben. Das hat mir, und nicht nur mir, sondern uns allen sehr gut getan. Also das als Teil der Gastfreundschaft im Gottesdienst auch so zu erleben. Vielen Dank dafür. Also aus islamisch-theologischer Perspektive ist es so, dass man unterm Beten zweierlei versteht. Zum einen das rituelle Gebet, das ist das fünfmalige Gebet, ein sehr wichtiger Gottesdienst für die Muslime. Und wie der Begriff schon sagt, ist dieses Gebet verbunden mit Ritualen, mit Förmlichkeit, auch inhaltlich, was man rezitieren muss. Und darüber hinaus gibt es aber auch das Beten im weiteren Sinne. Ich glaube, das ist auch die Art von Beten, die es eigentlich in allen Religionen gibt. Dieses Gebet ist frei von Form, also unabhängig von Zeit, von Ort und auch sehr vielfältig. Vielfältig, weil es zum einen individuell ist. Jeder kann zu Gott sprechen und das sagen, was ihm am Herzen liegt. Aber es ist gleichzeitig auch etwas Kollektives. Also man kann gemeinsam beten. Wir beten zum Beispiel alle, egal zu welcher Religion wir gehören, für das Wohl der Menschheit. Für den Frieden. Für den Frieden in der Menschheit, ja. Deswegen ist dieses Gebet, das Beten, durchaus auch im Kollektiven gemeinsam durchführbar. Und wie der Herr Jonsson schon sagte, also in letzter Zeit erhalte ich immer mehr Einladungen zu Einschulungsgottesdiensten oder Abschlussfeiern. Und da wirke ich auch immer sehr gerne mit. Und bislang habe ich immer sehr positive Feedbacks bekommen, sowohl vom Schulpersonal, aber auch von den Eltern. Ich denke, das ist ja so ein gemeinsamer Nenner, den es gibt. Es ist ein Anlass, den alle teilen. Eltern sehen ihr Kind zum ersten Mal in die Schule gehen, so ein Stück weit loslassen, erwachsen werden. Die Wünsche, die Eltern haben, egal ob sie katholisch, evangelisch oder muslimisch sind, sind, glaube ich, die gleichen, dass das Kind gut durch diese Schulzeit gehen möge. Und ich denke, das sind doch Dinge, auf die man sich gut einigen kann, zu sagen, dieses Gebet, zu dem können wir gemeinsam, zu, jeweils auf unsere Art, aber eben miteinander und mit oft den fast gleichen Gedanken zu Gott schicken. Ich denke, das ist toll, dass das hier so geht. Ein anderes Beispiel wollte ich gerne geben. Martin, haben wir das auch erlebt. Ja. Martins Umzug, der in der von Leichnamskirche beginnt. Genau. Da waren so viele muslimische Kinder, bald mehr wie Deutsche. Die hatten die gleichen strahlenden Kinderaugen und Gesichter. Aber auch eine Laterne dann, ne, die sie waffen. Und ihr erinnert bestimmt an den gemeinsamen Gebet. Also ich fange vielleicht von vorne an. Ja. Am Samstag war ich bei der Demo gegen Schließung von Conti. Und da wurde angekündigt, dass es im Dom ein Gebet stattfindet mit der katholischen Kirche, evangelischen Kirche und Stopp. Wir hatten, wenn ihr euch erinnert, wir hatten damals als Gate, wo ich auch arbeite, als es geschlossen werden sollte, haben wir gemeinsames, Katholiken, Evangeliken und Muslime, ich weiß nicht, ob noch die Jüdische waren auch dabei, ne? Haben wir in Fronleichnam zusammen ein Gebet organisiert gehabt. Und da hat es mir eingefallen, wir sind nicht dabei. Aber hier im Viertel hätten wir das bestimmt gemacht gehabt. Ja, das haben wir auch in der Vergangenheit praktiziert, weil auch viele der Mitarbeiter sind Muslime hier, jetzt von Conti. Daran hätte man denken sollen, denke ich. Das ist vielleicht eine kritische Botschaft in Richtung anderes. Der Prophet Jeremia sagt, suchet der Stadt Bestes und dazu kann man gemeinsam beten, egal zu welcher Religion. Weil das Wohlergehen der Gemeinschaft, in der man lebt, ist ja ein Anliegen, das alle teilen. Und da gehören alle damit dazu und können jeweils auf ihre Art und sollten auf ihre Art jeweils mit zu Gott beten dürfen. Und da gehören die Muslime natürlich mit dazu. Und das ist schon die Frage nach dem, wo gibt es im Moment noch Luft nach oben in der, im Miteinander der Religion? Das wäre sowas. Ich nehme wahr, dass es von der Verwaltung noch nicht immer
wahrgenommen wird. Halt, es gibt ja nicht nur die evangelischen und die katholischen, es gibt auch die Muslime. Ich lebe in der Eifel, da ist es durchaus so, dass wir evangelischen eine Zeit lang gebraucht haben, bis wir auch von der Obrigkeit wahrgenommen werden als die andere Konfession, die es gibt. Vielleicht ist das eine ähnliche Entwicklung. Sie müssen jetzt einfach noch 20 Jahre warten und ich hoffe, es geht schneller, dass man sagt, ganz fraglos, Muslime gehören genauso dazu wie evangelisch oder katholisch, wenn es um solche gemeinsamen Gebete geht. Aber ich höre, dass es da vielleicht noch so ein klein bisschen hakt manchmal. Aber dann auch geht. Genau, die Damen da hinten winken. Es gibt Fragen. Ja, wir haben eine Frage und zwar, werden bei den Treffen auch Text von der Bibel beziehungsweise den Koran vorgelesen? Mhm. Ich wiederhole die Frage nochmal deutlich, sozusagen. Weiß nicht, ob man das so aus dem Off versteht. Also gibt es auch Treffen, bei denen man miteinander aus den heiligen Büchern liest oder sich gegenseitig zitiert, also aus dem Koran und aus der Bibel. Gibt es sowas auch? Ja. Eifriges Nicken, genau. Wir haben eine ganze Reihe von Veranstaltungen gemacht, eigentlich jedes Jahr. Mhm. Dieses Jahr müssen wir auch mal gucken. Da haben wir zum Beispiel etwas gemacht, das hieß dann Bibel und Koran im Gespräch. Ja. Und wir haben dann im Vorfeld uns überlegt, welche Texte gibt es vielleicht, die in der koranischen und in der christlichen Tradition ähnliche Themen dann behandeln. Und dann haben wir das an mehreren Abenden so gemacht. Wir haben uns mal in der katholischen Kirche, mal in der evangelischen Kirche, in der Moschee getroffen und haben gemeinsam dann diese Texte gelesen. Und dann miteinander verglichen und uns darüber unterhalten. Mhm. Bei einem Abend war, einer Reihe war auch die jüdische Gemeinde dabei. Da ging es ja um Abraham, was du ja auch erwähnt genau. hast. Ja? Der Erzvater Abraham, genau. Genau, ne? Also da war der Rabbiner dabei zum Thema Abraham und das war eine ganz spannende Sache. Mhm. Und einmal waren wir zum Thema Gebote und Gesetze. Mhm. Da waren wir dann auch in der Synagoge dabei. Das war dann auch eine ganz spannende Diskussion dabei. Also, gab es denn so Aha-Effekte bei diesem gemeinsamen Liegen, dass irgendwas aufgefallen ist? Ja, ich zum Beispiel war ganz erstaunt, wusste ich bis dato nicht, wie sehr Muslime auch Engel verehren, eine Beziehung zu Engeln haben, das war mir nicht bewusst. Mhm. Und wie sehr sie auch unsere Mutter Gottes Maria ehren und ja, auch für eine ganz wichtige Frau halten dann. Das heißt, man stößt auf unvermutete Gemeinsamkeiten, ja, oder dass man mehr miteinander teilt, als man so nach dem ersten Vorurteil oder was man so denkt. Und das ist ja das Tolle. Also wenn Sie das schaffen, sich in der Begegnung das so zu erzählen, dass der andere plötzlich sagt, aha, so ist das, wussten wir gar nicht, ist ja ganz anders. Ich denke, das macht ja Dialog aus. Und ich finde, das bin ganz begeistert, dass das hier so zu funktionieren scheint, dass man sich gegenseitig voneinander erzählt. Und war sehr bereichernd, diese Reihen. Und das ist ja auch zum Beispiel, wenn ich dran denke, an die Aktion, dass Jugendliche aus der OT dann Ramadan und sich darauf eingelassen haben und umgekehrt wiederum auf Fastenzeit von Aschermittwoch bis Ostern. Genau, OT Josefshaus, also gegenseitig. Das ist ja dann eine handelnde Auseinandersetzung, nenne ich es mal. So, also da spürt man ja auch eine ganze Menge. Das ist ja nicht nur, läuft ja nicht nur über den Kopf. Das ist ja richtig, ne? Das ist ja was ganz Konkretes. Und ich glaube, das hinterlässt Spuren. Wir haben den ganzen Tag dann mitgefastet? Ja, mehrere Tage. Oh. Mhm. Also das, ich weiß es nicht mehr genau, wer jetzt bis zum Schluss da. Das war jetzt vor meiner Zeit. Ich habe es nur im Pressespiegel gelesen. Ja, genau, der Berufspresse. Aber der das ja ist ja nicht unwichtig. Und die OT Josefshaus, hier Kirchberichthofer Weg, ist ja nun Steinhof hier von entfernt, ist ja nun auch pulsierendes, ja auch, man sagt ja immer Multikulti, aber interreligiöses, aber eben auch viele Nationen kommen da zusammen. Da ist ja pulsierendes Leben, genauso wie im ganzen Stadtteil hier. Es gibt eine weitere Frage. Ich würde da bei der Gelegenheit vielleicht mal ganz kurz Namen benennen, zum Beispiel den Richard Ocon, ne? Josef Geretz, der Herrn Pfarrer Frohn, Frau Schinkenmeier, ne? Und natürlich der Hans Christian ist noch da, die die sehr große Rolle dabei gespielt haben. Ich denke, dieses Verhältnis wird jetzt von der Gemeinde Fronleichnam aus weiter geführt. Aber das ist, also ich denke auch, diese ganzen Beziehungen hängen auch sehr stark von den Personen ab. Ja, es gibt Pioniere, also die Menschen, hatten auch die sie Probleme haben. Zum Schluss, zum Beispiel bei der Eröffnung. Ne? Aber hier unter uns waren wir eins.
Das hier vor Ort läuft es sehr gut. Ich höre das raus, dass das so ein Wunsch für die Zukunft sein könnte, dass es irgendwann nicht mehr an den Pionieren, an den einzelnen Anstoßgebern liegt, sondern dass man wirklich so schon das verinnerlicht hat oder dass sich das so verselbstständigt, dass es selbstverständlich ist und dass man sozusagen einfach das dann lebt. Irgendwann die Leute, die es anstoßen, das ist die erste Stufe und vielleicht gelingt das ja und das wünsche ich mir sehr, dass man irgendwann sagt, ja, das ist doch alles ganz selbstverständlich. Aber es waren Fragen, nochmal. Genau, es gab noch eine Rückfrage. Wird die Bibel auch in der Moschee vorgelesen? Das war die Frage. Gibt es Orte, wo man das in irgendeinem Raum tun kann, wo man das macht? Oder? Wir haben Bibeln da, aber ob die gelesen werden, hier? Also, Sie können es ja nicht sehen, es gibt hier, also wir sind in der Bibliothek, es gibt einen Schrank und in diesem Schrank hier in der Jonas Emre Moschee stehen Bibeln. Das zumindest ist so. Und ja? Und auch Sachen zum Thema interreligiöses, interkultureller Dialog. Ich will nur eine Sache sagen, von wegen Wahrnehmung der muslimischen Gemeinden. Klar ist da sicherlich manches, was ausgebaut werden kann, aber jetzt zum Beispiel zu Beginn der Corona-Zeit hat uns der Krisenstab der Städteregion, hat den Dialog der Religionen, also alle Religionsgemeinschaften und gerade auch die muslimischen Gemeinden, nicht nur die christlichen Gemeinden, sondern die muslimischen Gemeinden mit eingeladen, zu einem Gespräch, wo es dann darum ging, wie gehen wir jetzt in der Corona-Zeit mit diesen Maßnahmen um? Denn man kann ja sagen, bestimmte Sachen an Einschränkungen müssen jetzt offiziell da und da jetzt ergriffen werden. Aber vieles, was religiöses Leben angeht, sind ja auch Dinge, die im privaten Raum stattfinden. Wenn Menschen sich treffen, miteinander Familien feiern, Ähnliches haben. Und da war auch von Seiten der Stadt, der Städteregion, schon das Interesse, da auch mit den Religionsgemeinschaften gemeinsam zu gucken, wie gehen wir damit um, ohne in die Religionsfreiheit einzugreifen. Und das fand ich von der Seite, von politischer Seite, schon sehr aufmerksam, das so zu machen. Das war sowieso eine Frage, die ich eben noch hatte, so ist leicht statistisch, aber wenn man hier so das Ostviertel nimmt, wie groß sind eigentlich die Anteile? Ich kann mich an den Film erinnern, der ja auch auf YouTube zu sehen ist, über den virtuellen Stadtteilspaziergang. Da haben Sie ja, Kohl, gesagt, es sind, glaube ich, 7.000 oder 8.000 Muslime, die hier so im Großen und Ganzen zur Moscheegemeinde dazugehören. Angehörig sind sie, würde ich sagen. Wie ist das bei den anderen? Wie viele Menschen gibt es hier so im katholischen und im evangelischen Einzugsbereich? Da weißt du nicht. Moment, bin ich überfragt. 100. Was meinst du? 4,5. Ich habe geschwankt zwischen 4 und 6. Dann liegt 4.500. Ja, richtig. Ja. Also, die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht parat. Es kommt immer darauf an, wie man den Einzugsbereich sieht, aber ja, es scheint sich so anzubahnen, oder das ist so meine Idee, es sind doch relativ gleich große Blöcke. Man kann also, oder Gruppen, man kann gar nicht so sagen, die Muslime sind eine Minderheit, sind sie ja hier auch gar nicht, sind ja auch gut wahrnehmbar. Es ist durchaus auf Augenhöhe, auch von den Zahlen, die hier so sind. Ne? Die Evangelischen in Aachen sind genau, wir hier ziemlich genau 800. Aha, genau. Oh. So wenig, ja. Wir sind eine Minderheit. Klein, also, aber fein. Genau. Aber klein, aber fein und gut angesehen dabei. Genau. Und wobei ich auch in den Gesprächen, bei den Besuchen mit den Menschen auch immer sage und erlebe, und die Leute erzählen mir das auch, dass sie sagen, sie fühlen sich hier wohl. Sie leben gerne hier und sie erleben eine gute Nachbarschaft. Wenn man freundlich miteinander umgeht und die sich auch freuen darüber, zum Beispiel auch über die muslimische Präsenz und die katholische Zusammenarbeit. Also da erlebe ich viele Menschen, die sich sehr wohlfühlen hier im Stadtteil. Ja, wir sind so fast in der Viertelstunde, der letzten Viertelstunde unseres Wohnzimmergesprächs hier angekommen. Für mich der Zeitpunkt, um noch ein wenig den Ausblick in die Zukunft zu wagen. Wie sieht es aus? Was würden Sie sich wünschen? Was könnte sich noch verbessern? Was könnte sich noch verändern? Wenn Sie in die Zukunft schauen, was wäre da Ihr Wunsch, gerade im Blick auf die, auf das Zusammenleben hier der Konfessionen miteinander? Davor also möchte ich noch zwei Namen erwähnen, weil die das richtig verdienen, denke ich, Herrn Bischof Dr. Missinghoff, ne? Und
mit Herrn Bischof Dr. Dieser haben wir noch nicht so viel, aber wir haben Kontakt eigentlich, was wir noch aufbauen könnten. Und Herrn Superintendent Burkhoff natürlich, der immer dabei ist, egal was wir, wo wir einladen. Wenn er nicht kommen kann, dann schickt er seinen Vertreter. Für Zukunft würde ich mir wünschen, okay, wir haben hier eine schöne Situation, aber es ist eine Tatsache, Fakt, dass in der Gesellschaft eine sehr starke Islamfeindlichkeit inzwischen gibt. Mhm. Dass es natürlich sich zum Besseren wieder wie vor 15, 20 Jahren ändert, wendet. Weil vor 20 Jahren, wenn wir jemanden angesprochen hatten, hatte Verständnis für viele Sachen. Mhm. Aber inzwischen, auch wenn die dir gegenüber nichts sagen, haben keine guten Gedanken im Hinterkopf. Das merken wir als Menschen, einfache Menschen. Dass diese Situation sich verbessert und dass wir da in diese Richtung vielleicht gemeinsam Aktionen oder Sachen unternehmen, dass wir das außerhalb unserem Kreis, dass es ein bisschen besser wird. Auch. Ja, das ist ein klares, auch mal sehr ernstes Statement. Ja. Und, kann ich das mal so stehen lassen. Ja? Unser Schlüsselwort oder Verhalten ist, denke ich, dass wir uns nicht auf unsere Unterschiedlichkeiten basieren, sondern auf unsere Gemeinsamkeit. Wie Frau Schenkemeier gesagt hat, für uns ist Jesus Christus genauso ein Gottesgesandter wie Prophet Mohammed. Wenn wir an das nicht glauben, dann haben wir... Genau, das gehört zum Glauben. Das gehört zum Glauben, dann ist das ist ein Bruch da. Ja, wir haben das schon gehört. Im Alten Testament gibt es viele Berührungspunkte. Ja. Abraham, die Erzeltern, Adam und Eva. Maria spielt eine Rolle, Jesus kommt im Koran vor. Und ich glaube, viele wissen das einfach noch nicht. Und der Punkt, wie man Feindlichkeit überwinden kann, ist, indem man voneinander lernt, aufeinander hört. Und diese Angebote gibt es hier. Es muss eben noch stärker drauf geguckt werden, dass man es auch wahrnimmt. Also die Offenheit ist ja hier erkennbar. Ich weiß nicht, Herr Kocha, wollen Sie noch gerne was hinzufügen? Also ich stimme dem Herrn Kohl vollkommen zu. Ich bin seit 2 Jahren im Amt und damit seit 2 Jahren aktiv im Dialog. Und ich habe sofort festgestellt und war beeindruckt, wie gut die Zusammenarbeit, die interreligiöse Zusammenarbeit hier in diesem Viertel funktioniert. Ich bin dennoch sehr zuversichtlich, dass es auch anderswo mit dem Vorbild hier, den wir auch hoffentlich vorantreiben werden, dass es sich dieses Modell auch andererorts ausbreiten wird. Den Eindruck habe ich auch, dass hier vieles sehr modellhaft, sehr weit schon gediehen ist und dass durchaus andere, auch Teile in Aachen, hier gut lernen könnten, was wirklich möglich ist an Miteinander und wie positiv und wie auch begeisternd, das hört man Ihnen ja, spürt man Ihnen ja ab, sich sowas entwickeln kann. Aber machen wir die Runde doch einfach weiter. Wünsche für die Zukunft. Ich glaube, dass das ist auch schon gerade sehr deutlich angeklungen, dass das Kreise zieht, dass das weitergeht, nicht nur bis hin zum Bischofssitz, sondern auch an andere Stellen, in die Schulen, in die Viertel, die unterschiedlicher ja in Aachen auch kaum sein können. Da gibt es große Schwankungen auch und große Gefälle. Und es hat mal ein Albert Schweitzer hat mal gesagt, ich bin pessimistisch im Erkennen und optimistisch im Handeln und Wollen und Hoffen. Und pessimistisch, das ist in der Tat nach wie vor, dass es eine grassierende Aversion gibt gegen Ausländer, gegen Fremde, gegen die dann keine Fremde sind, sondern die ja willkommen sind. Wir haben das ja hier auch erlebt 2015, das möchte ich auch nochmal betonen. Also diese Sicherheit zu haben, dass das, was 2015 ist, dass Menschen, die unter schlimmsten Bedingungen hier hinkommen, auch dann aufgenommen werden, wie jetzt hier in Rote Erde, St. Barbara, dass das auch weiter Bestand hat, diese Sicherheit, also ich glaube, dass das auch, bin davon überzeugt, dass das weiterhin möglich ist. Dennoch, und das ist eben der Wunsch für die Zukunft, dass es ein Selbstläufer ist. Dass es immer mehr auch von den Demos wurde berichtet, dass dieser Widerstand wirklich auch Halt gibt und ausgebaut wird.
auch in die Schulen hinein. Und dieses Gefühl der Solidarität füreinander, dass man füreinander einsteht und einstehen kann und auch, dass es nötig und gut ist. Und das haben wir in der OT, wie dort miteinander umgegangen wird, auch bei den Jugendlichen, in der Grundschule, den Kindern, die Kinder. Na, ich lasse die Kinder sind ja, also die Kinder, lasse die Kinder zu mir kommen, das ist ja etwas, was sowohl hier gilt als auch in St. Frohnleichnam. Und das eben Wirklichkeit werden zu lassen. Und Solidarität, zusammenstehen, fällt mir ein, die gemeinsame Erklärung beim und mit dem UB bei den Anschlägen von Paris. Haben wir eine gemeinsame Erklärung unterschrieben, dann mit allen Religionen. Nicht nur christliche und Muslime, sondern mit allen, die im Dialog der Religionen sind. Da ist die Gefahr ja ziemlich groß, dass gerade Muslime an den Rand gedrängt werden und sagen, ihr seid das schuld. Und wenn man dagegen arbeiten kann, wenn man gemeinsam sagt, nein, wir sehen das alle gemeinsam anders, wir wollen Frieden, wir wollen Gewaltfreiheit, dann ist das ein ganz wichtiges und tolles Zeichen, wenn das hier so gelungen ist. Also eine gemeinsame Erklärung wurde hier unterzeichnet. Ja. Mit dem OB zusammen. Mit unseren Kerzen nach dem Friedensmahl zum Katschhof da. Genau. Das war ja klasse, was wir 2.000, 3.000 Menschen im Katschhof, ne, unter den Wegen da gestanden haben, dass wir da gemeinsam gebetet oder Stellung genommen hatten. Da hat es mehrere Male gegeben. Aber natürlich auch Kritik von unseren Leuten, wenn gegenüber Muslimen ein Attentat geübt wird, dass es diese Sensibilität nicht gezeigt wird. Ne? Als jetzt zum Beispiel in Hanau Menschen ermordet wurden oder in Neuseeland, diese gleiche Reaktion hat es nicht gegeben. Und dann haben wir als Funktionäre natürlich Probleme bei einem anderen Attentat, bei unseren Menschen uns zu argumentieren, ist ein Problem. Die sagen, okay, wir gehen, aber dann, wenn was gegenüber Muslimen was passiert, sehen wir die nicht dabei. Und da sollte man vielleicht mal auch in Zukunft... Ich hatte das ja eben an der Stelle schon mal gefragt, wo ist noch Luft nach oben? Das wäre also so ein Punkt, dass man sagt, die Wahrnehmung, also wir fühlen uns oft so, nicht so wahrgenommen, unser Leid, das wir haben, wenn wir hören, dass unsere Angehörige unserer Konfession verfolgt werden, das wird nicht so wahrgenommen wie umgekehrt. Das wäre sicher ein Punkt, an dem man gut arbeiten könnte, denn so wie es in die eine Richtung geht, ist es natürlich sinnvoll zu sagen, dass die Solidarität sollte in beide Richtungen gut funktionieren. Also das wäre ein Punkt, den man ausbauen könnte. Hans-Christian, du? Genau, also Erfahrungen von Diskriminierung. Also wir als Evangelische, dann sage ich hier im Stadtteil 800, aber es ist eine kleine und feine und anerkannte Gruppe. Wir sind ein Teil der Mehrheitsgesellschaft und wir sind deshalb in einer sehr geschützten Position. Und dafür ein Gespür zu bekommen, wie geht es dem Nachbarn der Nachbarin? Ich sage nicht dem anderen, sondern dem Nachbarn der Nachbarin. Wie geht es dem anderen dabei, sagen andere? Wie kann ich mich in den hineinfühlen? Wie empfindet der das und was sagt der dazu? Also das ist ja schon so eine Diskussion, sprechen wir von Ausländern? Nein, die allermeisten haben einen deutschen Pass. Das passt nicht. Das sind Menschen, die hier leben, die hier groß geworden sind, die zum länger leben, als ich hier in dieser Stadt lebe. Also insofern bin ich der Zugereiste. Also wie nehme ich den anderen wahr? Und wie kann ich etwas wie Respekt entwickeln, auch für eine anerkannte und gute Religion wie den Islam? Ich muss sagen, ich habe das als Pfarrer in meinem Studium nicht gelernt. Und habe danach dann hier einfach viel erst mitbekommen und erfahren können darüber, wie, was im Koran gesagt wird, was Glaubensleben bedeutet und Ähnliches. Das sind spirituelle Erfahrungen, die mir neu waren. Also den Raum hier zu erleben, diesen Gottesdienstraum mit der Kuppel, das ist ein ästhetisches Erlebnis. Das muss man einfach mal auch sehen und auch wie der Koran rezitiert wird. Das ist eigentlich etwas, was nicht so rational, sondern emotional passiert. Wie kann ich das tun? Das kann ich nur dann tun, wenn ich den anderen kennenlerne. Das ist das Wichtigste überhaupt, dass man einander kennenlernt, dass man miteinander spricht, auch mal diskutiert miteinander, das kommt auch vor, und dass man darüber dann weiß, wie geht es dem anderen. Und das müssen wir vertiefen. Das passiert nicht von selbst, sondern da müssen wir uns ein bisschen dran bemühen,
Aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass das geht, weil ich ganz viele sehr erfreuliche Erfahrungen gemacht habe, die mir immer wieder gesagt haben, ja, wir sind da auf dem richtigen Weg, das so zu machen. Das würde ich mir wünschen, dass man das vertiefen kann. Das, du bist schon quasi in der Runde des Schlussworts. Das war schon sehr zusammenfassend, finde ich gut. Und genau dazu möchte ich die Gelegenheit noch mal geben. Also wir sind kurz vor Schluss. Ich kriege ab und zu schon mal die Zeiten noch mal hoch reingereicht. Und insofern die Chance noch mal auch für Sie, noch mal so abschließend, so am Ende dieser Runde unseres Wohnzimmergesprächs hier noch mal was zu sagen. Also da ist ja immer Luft nach oben, was zum Beispiel jetzt, wenn Hans-Christian Jonsen von der Ästhetik des Baus hier spricht. Auch natürlich haben wir auch, das ist ja jetzt keine Wertung, aber das ist einfach auch, wir haben auch ein Bauhausgebäude oder die Grabeskirche. Das geht einfach, diese Ästhetik auch wahrzunehmen. Das heißt aber dann auch, sie mit Leben zu füllen und dann auch wieder mit den Jugendlichen zum Beispiel, also eine Sprache zu finden, die die Menschen erreicht. Da ist immer Luft nach oben und das ist eine der größten Herausforderungen, dass uns die nicht verloren gehen. Ja. Die jungen Menschen, die dann zur Kommunion gehen oder zur Konfirmation gehen oder zur Firmung und in der OT sind, Ramadan zusammen feiern oder auch eben fasten. Da ist gerade auch, was das angeht, müssen wir aufpassen, dass unsere Sprache nicht überhöht ist, sondern dass sie lebensbezogen und lebensnah ist. Und dass die Jugendlichen miteinander auch im Gespräch bleiben. Also ich habe verstanden, so in der Grundschule ist es sehr gut, man hat auch gemeinsame Gebete. Die Frage ist, geht es nachher irgendwann stärker auseinander oder bleiben die zusammen? Und was kann man auch dazu tun, dass es dabei bleibt? Es ist Zeit des Abendgebets. Genau. Ja, sehr schön. Auch an Sie nochmal, genau, Schlusswort. Schlusswort. Wir sind wir sind auf der Zielgeraden, ganz genau. Okay. Ich möchte also ganz grob zusammenfassen. Natürlich ist es nicht Friede, Freude, Eierkuchen, aber wir müssen auch als Menschen über unsere eigenen Schatten springen können. Dann schaffen wir viel. So, kurz und knackig. Genau. So, der Namensvater unserer Moschee, Yunus Emre, er sagt, lieb den Erschaffenen aufgrund des Schöpfers. Das ist auch unser Motto als Moschee, als Gemeinde. Und wir als Vertreter der abrahamitischen Religionen haben natürlich nochmal eine besondere Bindung. Ich bedanke mich vor allem bei den Veranstaltern, dass sie uns diese Gelegenheit hier gegeben haben. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, bei allen Teilnehmern und natürlich auch bei allen den Damen aus der Technik. Genau. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Ja, ich kann nur sagen, ich fand es sehr beeindruckend und bin sehr beeindruckt davon, von dem, was hier im Quartier geht, was hier auch erkennbar über viele Jahre schon gewachsen ist, sodass es auch jetzt in Corona-Zeiten belastbar ist, sodass es auch diese Situation der stärker gewordenen Anfeindung aushält. Ich hoffe auch, dass wir da gemeinsam solidarisch Wege finden, miteinander Kante zu zeigen und einig zu sein. Viel Schönes wird hier miteinander geteilt, es werden Feste gefeiert, es wird gegenseitig aus den heiligen Büchern vorgelesen. Manches kann auch besser werden, das haben Sie auch gerade erwähnt. Wir leben zusammen, das ist gut so und es wird so bleiben. Wir leben in einer globalisierten Welt und insofern ist das Ostviertel vielleicht so wie so ein Brennglas, das das zeigt. Aber ich finde, es ist ein Reichtum, dass wir so voneinander auch erfahren können. Du hast eben davon gesprochen, die architektonische Schönheit, die man sieht, oder dass der Klang auch der Rezitation einer Sure oder des Abendgebets was Besonderes ist. Umgekehrt ist es für Sie vielleicht auch spannend zu sehen, St. Fronleichnam ist ein tolles architektonisches Beispiel oder es gibt andere Beispiele der Art und Weise, wie wir Gottesdienste feiern, die vielleicht auch hier spannend sind. Das heißt, im Erkennen, dass das eigene nicht das selbstverständlich Normale ist, sondern dass es noch anderes gibt, führt ja dazu, dass man das eigene nochmal befragt oder auch Reichtum anders wahrnimmt und vielleicht auch selber wächst. Und dass dieser Weg, dass man so gegenseitig so diese Lebensentwürfe wahrnimmt und die Wege auch zu Gott zu finden oder mit Gott im Gespräch zu sein, in Beziehung zu sein, dass das hier weitergeht und dass hier da weiter Segen drauf liegt in der interkulturellen Woche und weit darüber hinaus. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass hier eine gute Zukunft auch vor diesem gemeinsamen Weg der Religionen liegt und finde es toll, daran ein Stück weit heute Abend auch teilhaben zu können und davon erfahren zu können. Danke nochmal ganz besonders der Technik, Frau Reckel-Barros, Guillaume Marques-Ranke und Herr Schauder und hier auch den beiden
von der Kameratechnik, die das möglich gemacht haben, dass wir das heute Abend so machen konnten. Ich war sehr nervös vor diesem Abend, aber ich bin sehr glücklich, dass wir dieses Gespräch so in dieser Form führen konnten. Und danke auch nochmal allen Beteiligten ganz, ganz herzlich. Und danke nochmal für die Gastfreundschaft hier in diesem Raum, der Jonas-Endre-Moschee, wo sozusagen auch die Bibel im Schrank steht, wie wir gehört haben. Ja, vielen Dank.